Apropos Twitter. Am Freitag vor einer Woche habe ich nach langer Zeit mal wieder die Heute-Show geguckt. Habe ich lange nicht gesehen, weil Freitagabends, da sitze ich immer im Endschnitt für diese Sendung hier. Da habe ich keine Zeit zum Fernsehen gucken und danach so in Mediatheken zu schauen. Da komme ich dann meistens nicht dazu. Und dann, naja, ich habe sie also mal wieder geguckt und ich muss sagen, ich war doch einigermaßen entsetzt, was aus dieser Sendung geworden ist. Und ich habe dieses Entsetzen dann eben auch auf Twitter geäußert und habe damit offenbar voll ins Schwarze getroffen. Denn dieser Tweet von mir, der ist tatsächlich mehr als 370 Mal retweetet worden und hat mehr als 3700 Likes. Das ist für meine Verhältnisse schon ganz ordentlich. Ja, also das sehen offenbar auch andere Leute so. Und ich muss wirklich sagen, mit Satire hat das alles nicht mehr viel zu tun. Vielmehr meint Oliver Welke eigentlich mehr oder minder seine persönliche Meinung zu gewissen Dingen kundtun zu müssen. Und das eigentlich auch relativ unwitzig. Das einzig Satirische sind immer die lustigen Einblendungen, die dann an der Seite da bei ihm kommen. Aber er selber meint das offenbar alles ziemlich ernst. Und ja, ich habe das auf Twitter ja einen politischen Frontalunterricht genannt. Und so etwa in die Richtung geht das wahrscheinlich auch. Schauen wir uns mal ein Beispiel an aus der benannten Sendung. Da ging es um das Thema Impfpflicht. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Heute-Show. Jetzt ist es also passiert, meine Damen und Herren. Der Deutsche Bundestag beschließt keine Impfpflicht ab 18, keine ab 50, keine ab 60. Man könnte sogar sagen, gar keine Impfpflicht. Und ich will heute echt nicht unken, aber sollte der Herbst so werden, wie fast alle Experten behaupten, sollte also das Homeschooling sein Comeback feiern und das Homeoffice und all die anderen Sachen mit Home, merken wir uns bitte jetzt schon, wem wir das dann verdanken werden. Ja, und da geht es jetzt wirklich nicht um persönliche plumpe Schuldzuweisung. Sowas ist ja immer auch eine Gruppenleistung. Ne? Aber einige haben sich da halt schon mehr hervorgetan als andere. Bitte merken. Für Olaf Scholz jedenfalls war es die erste echte Niederlage seiner Kanzlerschaft. Man fragt sich fast schon, ja, regiert denn der alte Scholz-Michel noch? Nein, wirklich, Top-Idee für den Koalitionsfrieden, auf einen eigenen Ampelgesetzentwurf zu verzichten. Ja, stattdessen fraktionsübergreifende Gruppenanträge. Also der Plan ist aber wirklich mal voll aufgegangen. Eine Blamage für die Bundesregierung. Tatsächlich eine Schlappe. Ein bitterer Tag heute. Eine Blamage. Total Blamage. Eine schwere Schlappe. Krachende Niederlage. Kein guter Tag. Eine herbe Klatsche. Ja, eine herbe Klatsche. Go, 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 go. Fasst es ziemlich gut zusammen. Die Ampel hat's verbockt mit Anlauf. Die Impfpflicht wurde über Monate zerredet. Ich meine, sicher, es bleibt eine schwere Grundrechtseinschränkung. Aber bei immer noch 2,7 Millionen Ungeimpften über 60 landen selbst mit Omikron im Herbst sehr wahrscheinlich noch so viele auf der Intensivstation, dass es natürlich wieder zu Einschränkungen für alle kommt. Und nur mal zur Erinnerung, Ende letzten Jahres hat Herr Scholz die allgemeine Impfpflicht ab Februar oder März angekündigt. Was sagt man dazu? Tja, liebe Heute-Show, wo ist denn bitte schon jetzt der Ausschnitt, der uns belegt, dass Olaf Scholz das Ende letzten Jahres angekündigt hat? Hm? Es stimmt, er hat es angekündigt bereits Anfang Dezember, das stimmt. Aber er hat bereits damals genau das gesagt, was jetzt auch so umgesetzt wurde. Hier nochmal die Tagesthemen vom 1. Dezember. Ich spreche für die Sozialdemokratische Partei für die kommende Regierung. Wir haben uns gemeinsam darauf verständigt, dass wir es richtig finden, dass eine solche Frage, in der es auch um Gewissensthemen geht, es richtig ist, dass der Deutsche Bundestag in einer Entscheidung zusammenkommt und über Anträge entscheidet, die nicht die Regierung gestellt hat, sondern die aus dem Kreis der Abgeordneten kommen. Das ist eine gute Praxis bei so grundlegenden Fragen. Aber nehmen ich habe aus meiner Scholz, Meinung nehmen Sie da, Herr auch schon keinen wieder Hehl gemacht Rücksicht und sehr auf klar die gesagt, FDP? Ich stimme zu. Nehmen Sie da schon Nein, wieder Rücksicht auf die FDP, wenn Sie keinen Fraktionszwang vorschreiben? Ich glaube, das Gewissen ist etwas, das uns gemeinsam bewegt. Und ich finde, es ist eine sehr, sehr gute Vorgehensweisende für eine so grundstürzende Entscheidung in unserem Land. Sie wissen genau, wie viel darüber diskutiert wird. Fast jeder in Deutschland hat dazu eine Meinung. Und ich glaube, das sind genau die Fälle, die so entschieden werden müssen. Und aus meiner Sicht habe ich ja gar keinen Hehl gemacht. Ich wiederhole das nochmal. Ich werde einem solchen Gesetz zustimmen. So, und genau das wurde jetzt eben auch genau so gemacht. Dass es am Ende keine Mehrheit im Parlament gab, das ist eine andere Frage. Aber Scholz selber hat ja auch zugestimmt.
Das heißt, wenn Welke ihm jetzt vorwirft, er habe Ende letzten Jahres noch anders geredet, dann ist das schlichtweg falsch. Und genau deshalb hat man vermutlich auch keinen Ausschnitt von damals gezeigt, weil dann hätte man das ja mitzeigen müssen, dass Scholz bereits angekündigt hat, dass im Parlament eben kein Fraktionszwang herrschen soll. Dabei wäre es ja einfach gewesen, Scholz durchaus einen einzuschenken, denn es gibt ja genug Belege aus dem Bundestagswahlkampf aus dem Sommer vergangenen Jahres, wo Scholz noch ganz explizit eine Impfpflicht ausgeschlossen hat. Auf der Ebene hätte man ja sozusagen kommen können und ihm das aufs Brot schmieren können. Aber das ist ja nicht im Sinne von Oliver Welkes Agenda, der hier ja heißblütig für eine Impfpflicht quasi plädiert und jeden, der dagegen stimmt, ja fast schon wie so eine Art Volksverräter hinstellt. Ich meine, das geht ja schon hart in Richtung Michael Mayer, möchte ich mal so sagen, ne? Naja, und sein lapidarer Nebensatz, der war ja auch bemerkenswert. Meine sicher, es bleibt eine schwere Grundrechtseinschränkung. Aber bei immer noch 2,7 Millionen Ungeimpften über 60 landen selbst mit Omikron im Herbst sehr wahrscheinlich noch so viele auf der Intensivstation, dass es natürlich wieder zu Einschränkungen für alle kommt. Tja, also der Satz, es ist zwar eine Grundrechtseinschränkung, aber der ist immer ein bisschen schwierig, ne? Ich kann übrigens aus eigener Erfahrung ja nun sagen, also auch als dreifach Geimpfter kann Corona ziemlich heftig sein. Ich hatte jedenfalls anderthalb, zwei Tage auch sehr heftige Symptome. Also eine solche Grundrechtseinschränkung einzuführen, weil vielleicht im Herbst die Lage so oder so sein könnte, das ist eben zu wenig. Und deswegen haben viele Abgeordnete dann eben dagegen gestimmt, weil sie ja in dem Moment, wo es keinen Fraktionsstatus gab, tatsächlich nur ihrem Gewissen unterlegen waren und danach abgestimmt haben. Und da haben viele gesagt, das können sie mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren, einfach mal so lapidar eine Impfpflicht einzuführen. Und ich kann das auch tatsächlich nachvollziehen, auch wenn ich natürlich als Geimpfter dafür bin, dass jeder sich bitte impfen lassen sollte. Das sind ja zwei verschiedene Dinge, ne? Und hier noch ein weiteres Beispiel für die teils wirklich billige Polemik der Heute-Show. Der Green Deal der EU von Uschi von der Leyen mit maximalem Pathos als Europas Mondlandungsmoment vorgestellt, wird also mal eben auf Pause gestellt. Tja, wenn man als EU wirklich was gegen den Hunger machen will, könnten wir zum Beispiel, und jetzt nicht erschrecken, etwas weniger Fleisch essen und statt Tierfutter mehr Brot für die Welt produzieren. Wir könnten auch endlich anfangen, weniger zu verschwenden. 35% aller Lebensmittel gehen schon auf dem Weg zum Verbraucher verloren. Ja, das wären so Ansätze, statt eine Handvoll Brachflächen wieder mit Pestiziden und Dünger zu beballern. Denn das Artensterben macht ja keine Pause. Ja, Himmel, Herrgott, auch wieder so eine banale Logik. Ich meine, das klingt ja alles gut und schön, aber allein schon dieses billige Bashing gegen Pestizide. Also, er redet zwar von Ernährung und so weiter, aber ich meine, wir sollten uns noch mal klar machen, wenn es moderne Schädlingsbekämpfung, moderne Pestizide nicht gäbe, dann wäre der Hunger auf der Welt mit Sicherheit noch viel größer. Denn früher, als es sowas nicht gab, da sind teilweise ganze Ernten komplett zerstört worden, weil man sich dagegen einfach nicht wehren konnte, weil es irgendwelche bösen Schädlinge gab, die alles kaputt gemacht haben. Da sind die Leute massenweise krepiert und verhungert. Wir können doch froh sein, dass wir sowas nicht mehr haben in der heutigen Zeit und dass es eben moderne Schädlingsbekämpfung gibt. Aber Welke polemisiert einfach dagegen, wenn Pestizide eingesetzt werden? Also als wenn das quasi nur gemacht wird, um Verbraucher und Umwelt damit zu ärgern. Als wenn das alles überhaupt keinen Sinn hätte und man könnte die auch im Grunde weglassen, diese Pestizide. Ja, so geht das die ganze Zeit in der Heute-Show. Politische Agenda statt Satire, so muss ich es leider sagen. Und gerade diese Geschichte mit der Impfpflicht, mit der Abstimmung im Bundestag, da hätte man so viel satirischen Stoff draus ziehen können. Aber wie gesagt, politischer Frontalunterricht, anders kann ich es nicht bezeichnen. Die Mediatheke bietet noch viel mehr Beiträge, die gar nicht auf YouTube veröffentlicht werden, sondern nur exklusiv auf unserem Sender Massengeschmack TV. Es lohnt sich also zu abonnieren, jetzt 14 Tage kostenlos testen.